So, Madame. Ja, das ist auch eine Form von Bewegung, ne? Auch im hohen Alter sollte man sich noch gut bewegen. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, die Sonne scheint, es ist herrlich. Deswegen hält uns nichts zu Hause. Wir halten es zu Hause nicht aus. Bei dem guten Wetter, da können wir einfach nicht zu Hause sitzen und kochen. Da sind auch wir unterwegs. Wir genießen die Sonne. Deswegen zeige ich euch heute mal was, was man super gut zwischendurch überall holen kann. In fast jedem Supermarkt oder einfach bei jedem Schnellimbiss. Ich zeige euch gleich, was es ist. Es ist was Gesundes. Es ist was sehr Gesundes für zwischendurch. Besonders bei den warmen Temperaturen ist es sehr, sehr gut. Es enthält sehr, sehr viele Mineralstoffe, sehr gutes Eiweiß, sehr gute komplexe Kohlenhydrate, die euch lange sättigen. Das Ganze kostet nicht viel. Und deswegen holen wir es uns. Und ich zeige euch gleich, was es ist. Also, wir fahren in den Laden. So, meine Freunde, angekommen im Supermarkt. Das Ganze gibt es eigentlich in jedem Supermarkt, auch in jedem Discounter. Es ist wirklich wesentlich günstiger. Und wir stiefeln mal rein. So, meine Freunde, wir haben das, was wir so als Snack für ganz gut befinden. Und zwar sind das Sushi, meine Freunde. Sushi, viele von euch trauen sich vielleicht nicht ran, weil sie denken, Sushi ist teuer. Absolut nicht. Jeder Discounter hat das Ding. Das Päckchen ist wirklich eine richtig schöne Mahlzeit. Wir haben 185 Gramm Sushi hier drin. Damit haben wir so circa 250 Kalorien nur, aber wirklich gute Kalorien. Wir haben wirklich gutes Eiweiß. Wir haben richtig, richtig gutes Eiweiß. Aus dem bisschen Fisch sehr, sehr gutes Eiweiß. Dieser Seetang hier drumherum hat auch sehr, sehr, sehr gute Aminosäuren, sehr gutes Eiweiß. Wir haben sehr viele Mineralstoffe. Wir haben gute, komplexe Kohlenhydrate in dem Reis, viel Kalium, was uns für die Diät so ein bisschen entwässert. Ihr wisst es. Wir haben hier drin auch alles, was wir brauchen. Wir haben ein bisschen Wasabi. Ist auch völlig in Ordnung, was so die Nährwerte angeht. Also ist kein Zucker drin oder ähnliches. Wir haben ein bisschen Ingwer, diesen geriebenen Ingwer, um das Ganze zu neutralisieren. Ist auch gut fürs Immunsystem, fürs Wohlbefinden und. Bisschen Sojasauce, die könnt ihr eigentlich weglassen. Schmeckt auch ohne ganz gut. Warum ist das so gut? Wir brauchen eigentlich nichts. Wir brauchen nichts, um uns das Ganze vorzubereiten. Ich nehme mir das immer, packe immer ein bisschen Wasabi überall oben drauf. Nehmt nicht zu viel, das Zeug ist höllisch scharf. Überall ein bisschen. So. Bisschen Sojasauce drauf, dann kommt überall wirklich ein Klecks nur für den Geschmack. Ihr braucht weder Besteck, die Japaner essen es auch ohne Besteck oder mit Stäbchen, deswegen können wir es super mit den Fingern essen. Für zwischendurch einfach, um den Geschmack zu neutralisieren, ist dieses Ingwer sehr, sehr gut. Da ist auch kein Zucker, es ist wirklich nur eingelegt, ein bisschen neutralisieren. Es wirkt auch desinfizierend. Ich finde es echt lecker, auch in diesen kleinen Tütchen. Werden wahrscheinlich viele schreiben, oh, das ist nicht gut oder so. Das bisschen, wie gesagt, macht euch da überhaupt keine Sorgen. Die Nährwerte sind super. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Snack. Und wie gesagt, ihr könnt da auch beim Japaner, dann zahlt ihr aber echt recht viel. Bei den ganzen Discountern gibt es das in der Salatecke, so wie ihr das gerade gesehen habt. Sehr lecker und eben überhaupt nicht teuer. Weniger als jeder Döner, viel gesünder als jeder Döner, viel gesünder als jeder Burger. Und ich finde es richtig lecker. Und deswegen genießen wir jetzt ein bisschen die Sonne. Das Wetter ist herrlich, deswegen geht raus. Ihr müsst nicht immer in der Küche stehen. Es gibt auch gesundes Fastfood oder gesundes schnelles Food, was ihr ganz schnell zubereiten könnt oder was ihr einfach direkt so essen könnt. In dem Sinne, Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei und ja, wir sehen uns bei Facebook, Instagram, beim Trainingssystem, beim Ernährungssystem. Da lernt ihr, wie man kocht und sowas könnt ihr da auch eingeben. Also bis dahin. Erstmal geht's auf der Zunge und dann? Ja, aber dann kommt er hoch gleich. Pass auf. Ja. Oh mein Gott, Fabio, ohne Wasabi. Oh ja? Mach das, oh, mach das nicht. Mach das nicht. Auf. Oh Gott. Oh Gott. Das ist YouTube. Das ist wirklich bescheuert. Ich bin hier völlig bescheuert. Mutproben. Oh. Hast du nochmal Bock? Nee.